Hey ho und damit wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit mir Bytekrieger. Ich wurde gefragt, warum das mit DigiVoodoo manchmal nicht klappt. Einer hat da wohl Probleme, dass es abstürzt oder so. Ich zeige euch jetzt einfach nochmal, wie ich das konfiguriert habe. Unter dem DigiVoodoo Video von mir findet ihr das Byte-Hype-Win. Das ist ganz wichtig. Was noch wichtiger ist, ist, dass ihr die Original-CD habt. Oder eben eine ISO. Ich habe auch gehört, dass es bei archive.org zu finden sein soll. Naja, ich will euch jetzt nichts empfehlen. wir brauchen auf jeden Fall die CD eingelegt. Dann können wir hier auch das Hype aufmachen und den Installer gleich mal starten. Da gibt es noch einen kleinen Trick, wie man die Admin-Berechtigung umgehen kann bei jedem Spielstart. Dazu legt ihr euch natürlich einfach unter dem Benutzer in eurem Benutzer-Account ein Ordner an, der Spiele heißt. Und da installiert ihr einfach das Hype rein. Hier können wir dann Deutsch wählen. Gehen weiter. Endlight sollten wir auf keinen Fall installieren. Das ist nämlich eine uralte Version und taugt sowieso nichts mehr. Also weg damit. So. Hier kommt jetzt gleich nochmal eine Abfrage wegen dem String. Das ist leider falsch und aber auch für uns egal. Wir drücken einfach weiter. Schon ist Spiel installiert. Funktionieren tut es jetzt noch nicht. Wenn wir drauf drücken, sagt er mit Adminrechte und funktioniert tut es trotzdem nicht. Also nichts gewonnen. Nein, wir brauchen noch was anderes, nämlich diesen Endlight Hype Ding aus meinem Ordner. Dieses Patch installieren, so brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen eigentlich nur diese zwei Dateien hier. Je nachdem, ob man es mit Endlight macht oder so, braucht man unterschiedliche Sachen. Diese zwei Dateien aus dem Endlight, die brauchen wir. Und dann gehen wir einmal in unseren Spieleordner. Den habe ich ja hier. Da kopiere ich das Ganze rein. So, ersetzen, fertig. So, Schritt 1 erledigt. Dann brauche ich bei DigiVoodoo, habe ich so einen Bug drin, dass meine Save Games nicht gespeichert werden können und sowas. Da ist dieser Save Games Ordner drin, den ersetzt ihr einfach, packt ihr rein, fertig. Ja. Intro spielen könnt ihr trotzdem ganz normal weiter. Ihr könnt jetzt alle Slots wieder benutzen, wenn ihr diesen Ordner hier einfach ersetzt habt. Sehr wichtig, unter Game Data den Ordner ersetzen. So, damit funktionieren die Save Games, aber das Spiel an sich funktioniert noch nicht. Dazu solltet ihr DigiVoodoo in der aktuellen Version laden. Bei mir ist es jetzt 2.78.1. Ne? Da braucht ihr diese zwei Dateien hier. Die gehören in den Spieleordner rein. Und zwar am besten kopieren. Zap, rein da. Und dann braucht ihr noch die Dateien aus dem 3DFX. Und da es ein 32-Bit-Spiel ist, brauchen wir die x86-Version. Die ziehen wir auch noch einfach rüber. Fertig. Dann starten wir in dem Spieleordner gleich mal DigiVoodoo. Das ist die Konfiguration von DigiVoodoo. Hier gebt ihr eure Grafikkarte an, welche das auch immer bei euch sein mag. Hier euer Display, wenn ihr eins habt, zwei, je nachdem. Hier, ich nehme mal an, ihr wollt im Fullscreen spielen, also nicht aufnehmen oder so, sondern einfach im Fullscreen zocken, dann nehmt ihr das. Wir wählen hier bei Glide noch die beste unten aus, nehmen hier Onboard RAM auch das Beste, sofern eure Grafikkarte das unterstützt. Bei der Auflösung, wenn ihr einen 4:3 Monitor habt, bestes, da seid ihr direkt im Original unterwegs. Wenn nicht, müsst ihr hier ein bisschen schauen. Ich nehme jetzt hier diese Auflösung, die ist nativ bei meinem Bildschirm. Und das Wasserzeichen will ich auch nicht haben, das nehme ich raus. Apply. Okay, fertig. Damit ist das ganze Spiel eigentlich schon einsatzbereit. Wir testen das Ganze mal, ob wir starten können. Siehe da. Das Spiel startet auch schon. Was mich jetzt allerdings noch aktuell interessieren würde, ist, ob es auch ohne Administratorberechtigung startet. Dazu schließe ich das Spiel nochmal kurz. Und diese Verknüpfung ist jetzt natürlich das Problem, die wurde von dem Installer angelegt. Die können wir aber einfach löschen und können
diese Datei hier, glaube ich, müsste es sein. Ja. Das hier rausnehmen. Ist aber nicht zwingend notwendig, wenn ihr da kein Problem habt damit. Dann könnt ihr das auch so lassen, aber ohne geht's halt auch. Ne? Seht ihr? Also ihr braucht keine Administratorberechtigung, um das Spiel zu starten. Ich überspringe das Video mal. Da zeige ich euch, dass das Spiel auch an sich funktioniert. Dazu lade ich einfach diesen Save-Game-Stand kurz. Hallo? Ja, all die Spiele dauern manchmal ein bisschen länger beim Laden. Das ist, wie gesagt, meine alte Grafikkarte, drum ruckelt es hier auch ein bisschen. Wenn ihr das aber mit einigermaßen guten macht, dann habt ihr ja keine FPS-Probleme. Diese Emulation kostet tatsächlich sehr, sehr viel an Leistung. Aber ihr seht, das Spiel funktioniert perfekt. Wenn ihr mindestens eine GTX 1050 bis 1060 haben solltet, dann solltet ihr überhaupt keine Probleme haben. Alles, was neu ist, natürlich sowieso nicht. Wenn noch Fragen sind, meldet euch gerne. Bis dahin, ciao, ciao.